Namen der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Hannover begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserem Sommerfest in Stadtkrakau. Besonders begrüße ich unsere Bürgermeisterin, Frau Regine Kramarek. Und ich freue mich, dass Sie gekommen sind, denn Sie fahren ja morgen erst in Urlaub, habe ich gehört. もう一度マイクでご案内いたします。独立協会ハノーバーを代表いたしまして、 日独夏祭りにおいでくださった皆様に歓迎のご挨拶をいたします。特にご来賓の副市長レギーネ・クラマリック様、明日からご旅行に出られるそうですが、最後にこのお祭りにはぜひおいでになりたいということで、いらしてくださいましてありがとうございます。 Besonders begrüße ich Herrn Konsul Fukagawa und seine Gattin und freue mich, dass Sie da sind. Wir hatten nämlich schon Befürchtungen, dass Sie auf der Autobahn von Hamburg hierher stecken geblieben sind. Aber nun sind Sie ja da. ちょっと今またハンブルグからいらしてくださいました福川日本総領事の夫妻には心よりありがと御礼申し上げます。ちょっと遅れになったので途中で事故でもあったのかなと心配しておりましたが、無事に着かれて安心いたしました。 Ich begrüße Herrn Direktor König, er sitzt dort, vom Hannover Kongresszentrum und bedanke mich bei Ihnen für die ja, langjährige und gute Zusammenarbeit. Ich begrüße Frau Zizio vom Kulturbüro der Stadt Hannover und danke auch ihr für die Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung unseres Festes und auch dem ganzen Team. それから特に文化室の父上様、長年私たちの教会とご一緒に企画をしたり、長くたくさんご支援をいただいておりまして、ここで心を持って御礼申し上げます。 Ich sehe einen unserer Oberbürgermeisterkandidaten und grüße Herrn Schliekau sehr herzlich. それから今度市長候補のチリッカオ様がお見えになっていらっしゃいます。ようこそおいでくださいました。Unser Sommerfest ist in diesem Jahr ein ganz besonderes. Wir feiern 30 Jahre Städtepartnerschaft Hannover-Hiroshima, 25 Jahre Deutsch-Japanische Gesellschaft und 25 Jahre Teehaus, Anlass unserer Gründung. 今年は特別に姉妹都市も30周年、それから独立教会ハノーバーができてから25周年、お茶室もここに立ちましてから25周年と3つの記念年となっております。 Unsere Partnerstadt Hiroshima wollte uns an unseren Jubiläen nicht allein lassen und wir freuen uns über eine 10-köpfige Delegation, die extra zu unserem Sommerfest und zu unseren Jubiläen angereist ist. それから姉妹都市の広島からも私たちもう恒例になりました独立夏祭りに10名の文化施設さんがいらしてくださいまして本当に心より御礼申し上げます。Ich begrüße Frau Yokota und ihre 5 Teemeisterinnen, die uns später in die Geheimnisse der Teezeremonie einführen werden. 特に長い間の交流のございます横田茶道教授には心より感謝を申し上げます。そして皆様にこれから日本文化の茶道を披露していただけることを嬉しく思っております。Frau Yokota war vor 25 Jahren eine der Mitinitiatorinnen, die dafür gesorgt hat, dass zum 5-jährigen Bestehen das Teehaus an die Stadt Hannover überreicht wurde. Ich freue mich ganz besonders, dass Frau Yokota hier ist,
und heiße Sie herzlich willkommen, denn wir beide kennen uns 25 Jahre. Frau Yokota wird begleitet von dem Geschäftsführer der Ueda-Teeschule, Herrn Fujiwara, und auch ihn heiße ich herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Nachmittag auch eine Kalligraphie-Vorführung sehen werden. Und ich begrüße Frau Ni, Kalligraphie-Meisterin, und sie wird uns ja heute Nachmittag etwas ganz Besonderes zeigen. Und in ihrer Begleitung sind Frau Komatsu und Herr Araki von der Stadt Hiroshima, und auch sie heiße ich herzlich willkommen. Alle drei sind zum ersten Mal in Hannover. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir bebt noch der ganze Körper von diesen Trommlerinnen und dem Trommler. Ich glaube, viele von Ihnen hätten Japan nicht unbedingt gleich mit Trommlern in Verbindung gebracht, sondern eher mit anderen Dingen wie eben Tee oder Origami. Aber ich finde, diese Trommler, die sind wunderbar gewesen. Die haben was Hochmeditatives, was den ganzen Körper in Schwingung bringt. Und ich habe es dort sitzend richtig gefühlt. Also eine tolle Sache und herzlichen Dank für diesen Auftakt. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Deutsch-Japanischen Sommerfestes, liebe Gäste aus Hiroshima, sehr geehrter Herr Konsul Fukunawa, liebe Frau Schad und alle anderen Mitglieder der Deutsch-Japanischen Gesellschaft, liebe Vertreterinnen, Vertreter des Teehauses Hannover und natürlich des Kulturbüros Hannover, Frau Zizior mitsamt Mitarbeitern, aber auch natürlich Herr König und auch Mitarbeiter, Anwesende des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün. Zum Sommer gehört Sonne. Die hatten wir die ganzen letzten Tage und die wird auch morgen wieder da sein. Heute ist sie vielleicht nicht ganz so da, wie wir uns das wünschen, aber dafür sind nicht alle im Schwimmbad, sondern hier. Zum Sommer gehören aber auch Gartenfeste, und das haben wir heute hier auf jeden Fall. Und ich begrüße Sie genauso wie Frau Schad alle hier in unserem wunderschönen Stadtpark. Ich freue mich sehr, dass es so viele Gäste geworden sind, denn wir haben, wie Frau Schad es schon angesprochen hatte, drei Anlässe, die wir gleich mit diesem Sommerfest mitfeiern möchten. Das ist unsere 30-jährige Städtepartnerschaft zwischen Hiroshima und Hannover, über die wir sehr, sehr glücklich sind, weil sie sehr, sehr intensiv ist. Außerdem feiern wir 25 Jahre deutsch-japanische Gesellschaft. Herzlichen Glückwunsch, Frau Schad, ganz herzlichen Dank für Ihre Leistung. Und 25 Jahre Teehaus Hannover, eine Errungenschaft, sehr, sehr stolz sind hier. Und entsprechend ist natürlich das Programm hochkarätig, von Kalligraphie über japanische Kampfsportarten, Aikido, Kendo, wie sie alle heißen, über Teezeremonien bis hin zu japanischen Comics und Manga, Mode, hochspannend finde ich, wird hier alles gegeben und geboten dieses Jahr. Darüber freue ich mich sehr. Es ist
für die Hannoveranerinnen und Hannoveraner eine Möglichkeit, in die japanische Kultur hier vor Ort gänzlich einzutauchen. Und das ist etwas, was ich toll finde, dass wir das hier in unserer Stadt machen können. Es ist sozusagen symbolisch gesehen, auch wenn die Sonne nicht wirklich da sind, so dass wir den roten Punkt der Flagge von Japan, die ja eine große symbolische Bedeutung hat, herunternehmen. Es ist die Sonne, die wir herunternehmen, heute in diesen Stadtpark nach Hannover darüber legen. Und in Deutschland ist es ja so, wir nehmen Punkte eigentlich immer, um bedeutende Orte zu markieren. Das machen wir symbolisch, indem wir diesen Punkt heute hier über den Stadtpark legen und gemeinsam dieses Fest feiern. Ich danke allen, die das organisiert haben, wünsche allen eine unvergessliche deutsch-japanische Begegnung heute und dass es trocken bleibt und wir alle eine Menge Spaß haben und kulturelle neue Erlebnisse. Dankeschön. Liebe Gäste aus Hiroshima, sehr verehrte Anwesende, liebe Japaner, ich danke Ihnen zunächst für die heutige Einladung. Die Einladung habe ich und meine Frau sehr gerne Folge geleistet. Ich kam nach Deutschland Mitte April dieses Jahres aus der Schweiz. Das war meine Versitzung. Im Mai fand hier die Verbandstagung der DJG statt. Anschließend Austausch mit Hiroshima. Ich wollte gerne nach Hannover kommen, aber wegen der Operation meinen linken Fuß wurde ich leider verhindert. Später hatte Frau Schatt mir geschrieben und darum gebeten, im Sommerfest dabei zu sein und kurze Ansprache zu machen. Daraufhin habe ich gleich zurückgeschrieben und versprochen, dass ich gerne mit meiner Frau nach Hannover zum Sommerfest kommen wollte. Und ich bin heute froh, dass ich mein Wort habe einhalten können. Meine Damen und Herren, schon zweimal, einmal von Frau Schack und einmal von Bürgermeister, erwähnt worden ist, diesmal erleben wir ein sehr wichtiges Sommerfest. Hier handelt es sich nicht nur um das normale, traditionelle Sommerfest, das die vielen Helfenden der DJG Hannover Chadokai gemeinsam mit befreundeten Künstlern, Sportlern oder Experten für japanische Kultur seit Jahren überaus publikumswirksam ausrichten. Dies Jahr, wie schon erwähnt worden ist, bekommt dieses
Sommerfest einen ganz offiziellen Anstrich, weil wir ein dreifaches Jubiläum begehen. Zum einen dass die Städtepartnerschaft zwischen Hannover und Hiroshima auf 30 Erfolgsjahre verweisen. Zweitens erfreut das wunderbare Teehaus seit 25 Jahren dessen Besucher. Und nicht zuletzt blickt die DJG Hannover Chadokai auf ein Vierteljahrhundert intensiver und gelungener Vereintätigkeit zurück. So viele Japan-bezogene Jubiläen. Wir fallen wir selten. Und das muss natürlich gebührend begangen sein. Im Mai dieses Jahres kam der Oberbürgermeister der Partnerstadt Hiroshima, Herr Matsui, zur Feierstunde nach Hannover, wobei er mit seinem Amtskollegen Herrn Storauer ein Memorandum zur Fortsetzung der Zusammenarbeit unterzeichnete. Meine Damen und Herren, heute haben wir eine weitere Delegation aus Hiroshima, die ich von Herzen her willkommen heißen möchte. Nun, meine Damen und Herren, um die deutsch-japanische Freundschaft zu pflegen und weiter zu fördern, brauchen wir viel Hilfe und Unterstützung. Und in der Tat kriegen wir tatkräftige Hilfe und Unterstützung von der Stadt Hannover, von dem Lande Niedersachsen, von den japanischen Unternehmen, die hier ansässig sind, oder von deutschen Unternehmen, die mit Japan mit Geschäftsbeziehung unterhalten, oder noch von vielen kulturellen Institutionen oder Sportvereinen, Schulen oder Hochschulen und so weiter. Aber vor allen Dingen von den vielen an Japan interessierten Menschen und hier wohnende Japaner, die in Vereinen oder privat zusammengefunden haben. Meine Damen und Herren, lassen wir uns heute vom bunten Programm des heutigen Sommerfests begeistern und lassen wir uns mit unseren allen Sinnen das heutige Fest genießen, wobei Ihnen viel, viel Vergnügen und viel Spaß wünsche. Dankeschön.